2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht. Moin, es ist Samstag, der 6. Februar 2021, ziemlich genau 19.10 Uhr. Wir haben Weltpokalsieger-Besiegertag. Da haben wir im Vorfeld der Planung noch gedacht, Mensch, wenn wir sonst schon nichts zu jubeln haben, dann wenigstens mal darüber. Und dann hat uns seitdem der sportliche Erfolg ja quasi überrollt, möchte ich sagen. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier zur 81. Folge des Millern-Ton. Und wir sitzen... Also hier ist Quatsch, weil ich sitze hier, aber drei weitere Personen sitzen virtuell in der Republik verteilt, Schwerpunkt Großraum Hamburg. Und ich beginne mal mit dem größten Bild, was mich hier anlächelt, Johnny. Hallo, ich habe mir heute, weil ich in den Baumarkt gefahren bin, auch ein dazu passendes Hemd angezogen. Das sieht denn leider nicht so, ich mache mal Licht an, damit ihr es auch seht. Und das macht mich zur zweitbestgekleideten Person hier heute. Und Mike, du bist wie immer nicht Platz 1. Das hatte ich fast befürchtet. Kannst du mir sagen, welche Farbe das ist? Das ist schwer zu erkennen. Es ist so grau. Es ist ein graues Worker-Shirt, damit man das passt. Auch die graue Fanladen-Jogginghose, die ich dazu habe. Also ich bin heute so richtig... Anthrazit ist das. Homeoffice. Ich suche nachher mal den Link raus, dann können wir das genau machen. Aber ja, das ich habe heute meinen, weil ich ja wusste, dass wir uns alle auch sehen, tatsächlich mein Homeoffice, Skype, Teams, Zoom-Outfit angezogen. Obenrum anständig, untenrum leger. Aber immerhin untenrum überhaupt was. Ihr hattet alle ein bisschen Angst, als ich gerade aufgestanden bin. Ja, schon. So, aber wir haben schon gehört, wer noch dabei ist. Hallo, Debbie. Hallo. Ja, ich freue mich auch. Ich habe irgendwas an. Ist das ein Neoprenanzug da hinten? Ja, das ist ein Neoprenanzug, 7 mm. Genau. Das ist für richtig kalt. Den genau, hat sie aber da nicht an, bevor ihr jetzt wilde Gedanken ich nicht habt. An. Der hängt da, mit dem war ich im Oktober im Hohendeicher See bei Hamburg tauchen. Ich habe auch noch einen, fällt mir gerade auf. Ja, sehr gut. Aber genau, um Tauchen geht es heute nicht, sondern um Fußball und ich freue mich, dass wir uns sehen und einen tollen Gast haben. Genau, toller Gast, was für ein Stichwort. Es geht nämlich im Gegensatz zu den letzten Sendungen mal nicht mehr nur um Fußball, sondern wir haben endlich auch mal wieder einen Gast. Also der letzte war, glaube ich, Gerd, ist das auch schon 2 oder 3 Sendungen her? Und wir haben ja gesagt, solange wir Corona oder überhaupt die Pandemie haben, lassen wir das mit Gästen aus dem direkten Profisportbereich. Aber umso mehr können wir uns dann natürlich den Fan-Themen widmen. Nicht, weil wir die freiwillig anstecken würden. Wir treffen uns ja weiterhin digital. Aber wir haben einfach gesagt, Spieler würden wir lieber dann auch mal wieder in Person treffen. Dementsprechend aber haben wir die Chance ergriffen. Es gibt einen Zuwachs im Fanladen. Leider auch mit einem weinenden Auge, weil es gab da vorher auch einen Abgang. Aber den Zugang, den haben wir heute hier zu Gast. Und damit, lange Rede, kurzer Sinn, hallo Paul. Hallo, weil ich euren Podcast länger schon verfolge, weiß ich, dass es ein Mode-Podcast ist, auch ein bisschen. Deshalb habe ich mich in einen formschönen Zipper aus Italien geschmissen, und zwar von der Banda Spericulata, einer befreundeten Fangruppe meines bescheidenen Fanclubs. Und ich dachte, ich bringe jetzt auch mal mittelmäßig guten Fußball aus der zweiten italienischen Liga mit. Ich hoffe, die verzeihen mir das, wenn ich das so sage. Sie spielen nämlich gerade auch etwas besser, ehrlicherweise. Das freut uns sehr. Du musst jetzt aber natürlich auch deinen Fanclub-Namen sagen. Ja, ich bin bei der Meth Crew. Ist nicht wie Meth, sondern wie der Brotaufstrich. Und das gibt's auch vegan. Also bevor ich jetzt, muss mich da oft auseinandersetzen, das ist ja nicht vegan und vegetarisch und so. Es gibt auch vegetarisches Meth, was auch sehr lecker ist. Genau, deshalb Meth Crew, weil es einfach ein geiler Brotaufstrich ist, auch in jeder Form. Das ist, also schöner hätten wir die Sendung nicht beginnen können. Wir haben dich aber Ich überlege auch schon jetzt abzubrechen, weil ich glaube, viel besser wird es auf jeden Fall nicht mehr. Du bist auch, Paul, du bist auch die bestgekleidete Person. Ich würde mich jetzt auf Rang 3 wieder zurückschieben. Ja, ich bin wohl auch nicht die 2. Da habe ich so eine schöne Hummeljacke hier. Egal. Paul, wir haben dich gar nicht eingeladen, weil du bei der Mac-Crew bist, sondern weil du im Fanladen bist. Und erzähl doch mal ganz kurz, bevor wir dann nachher da noch ein bisschen näher ins Detail gehen, einmal... Warum bist du jetzt im Fanladen? Wer ist nicht mehr da? Was ist da passiert? Ja, anfangen möchte ich dann leider mit, was heißt leider, aber anfangen möchte ich mit Birgit, die leider wieder zurück nach Tirol gegangen ist. Und leider kann ich sagen, weil
sie wahnsinnig gute Arbeit geleistet hat, für die ich mich nochmal bedanken möchte, weil sie einen sehr, sehr schönen, sehr, sehr schönen Übergabeordner für mich gemacht hat und mir sehr, sehr viele Türen geöffnet oder eingetreten wahlweise hat, durch die ich jetzt einfach durchgehen kann. Genau, und ich ersetze Birgit sozusagen. Ich bin der zweite Anzug für Birgit. Und Birgit hatte welche Rolle genau? Genau, Birgit war Fanbeauftragte für Menschen mit Behinderung im Verein, also beziehungsweise im Fanladen angestellt und hat sich da dann eben um die Fanbelange gekümmert für Menschen mit Behinderung. Die Rolle übernehme jetzt ich. Und wer da sagt, das habe ich ja in meinem Leben noch nicht gehört, den verweisen wir jetzt auf Millanton Folge 70 aus dem Dezember 2019. Da war sie nämlich zu Gast und hat diese Position schon mal in ihren Grundlagen erklärt und hat dann ja, wie du schon sagtest, auch viel Grundlagenarbeit geleistet. Da kommen wir dann aber gleich noch genauer drauf. Inzwischen ist es auch genau 19.10 Uhr. Hooray! Wir nehmen hier ja mal wieder, immer noch pandemiebedingt, virtuell auf, habe ich schon gesagt. Ihr verfolgt hoffentlich trotzdem weiterhin eifrig unseren Blog. Da sind wir auch schwer dabei, den weiter auszubauen. Wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, so eine Schlagzahl von mindestens einem Artikel pro Tag plus die Lage. Also das wird immer weiter ausgebaut. Dementsprechend freuen wir uns auch, wenn ihr uns unterstützen könnt. Den Link werden wir natürlich in die Shownotes packen. Ihr findet das aber auch in der Navigation auf der Seite relativ schnell. Und wir kriegen tatsächlich auch inzwischen häufiger mal Beträge, die uns selber so ein bisschen erschrecken, weil sie doch recht hoch sind. Tatsächlich muss gar nicht zwingend sein, freut uns natürlich sehr, aber wenn ihr einen Dauerauftrag einrichtet in so einem Größenordnungsbereich, ein Stadionbier oder auch weniger, je nachdem, was ihr könnt, dann ist das schon super. Wenn das jeder machen würde, der täglich die Lage liest, dann ist das schon ein ganz, ganz großer Gewinn. Und damit genug vom Housekeeping, werden wir inhaltlich. Also, Paul, Fanbeauftragter für Menschen mit Behinderung. Auch wenn wir das in Folge 70 schon besprochen haben, erzähl doch nochmal ganz kurz für die, die da jetzt nicht die 2 Stunden nochmal nachhören wollen, so in so ein paar Sätzen, warum braucht es das überhaupt? Und wie unterscheidet sich das von der Fantätigkeit, die die anderen Leute im Fanladen so haben? Ich fange mal an mit der Frage, warum braucht es das überhaupt? Weil es ganz, ganz oft vorkommt, nicht nur in unserem Verein, sondern auch gesellschaftlich, dass eben Leute oder Menschen mit Behinderung einfach nicht so wahrgenommen werden. Und deshalb ist die Stelle auch so wichtig, weil es dazu führt, dass Leute mehr wahrgenommen werden und auch ihre Interessen mehr wahrgenommen werden. Genau, deshalb ist die Stelle sehr wichtig, weil ich eben auch eine Stimme sein möchte, noch nicht bin, weil ich noch in der Kennenlernphase bin, aber sein möchte für eben Menschen mit Behinderung und ich bin quasi dafür zuständig, reibungslose Abläufe für Heim- und Auswärtsspiele zu organisieren, aber das ist eher so die Basisarbeit und dann geht es viel auch darum, strukturell neue Dinge zu schaffen und eventuelle Überschneidungen deutlich zu machen und nutzbar zu machen für Leute, wenn sie zum Beispiel auf dem einen Teilbereich sind Abteilungen weiter als auf dem anderen und dann darauf aufmerksam zu machen, sich auch mal im Verein umzugucken, welche Ideen gibt es, genau, und dann auch irgendwann bundesweit zu gucken, wo kann man sich eventuell gute Ideen abgucken, weil ich der Meinung bin, schlecht selber gemacht ist immer viel, viel schlechter als gut geklaut. Oh, schöne Grüße an die Bild-Zeitung in dem Zusammenhang. Ja, aber ja, ich meine gut klauen, also und dann auch tatsächlich, ich würde auch mit Verweis klauen wollen. Also okay. ich würde es dann zitieren nennen wahrscheinlich eher. Sehr gut, das klingt schon sehr vernünftig. Jetzt ist es ja, bevor man so eine Stelle annimmt, unter anderem da schon durch bewiesen, dass du einen Zipper eines italienischen Zweitligisten trägst. Du bist ja nicht neu in dieser Fanszene und du bist Mitglied in dem Fanclub Mad Crew. Wie lief denn bisher deine Fankarriere? Fangen wir mal ganz früh an. Ganz früh. Also so richtig ganz, ganz früh. Hat deine Mama dich mit ins Stadion genommen? Nein, tatsächlich nicht. Also meine Familie ist, ich sag mal, fußballbegeistert immer gewesen, aber jetzt nicht so mit Stadiongängen und so. Mein erstes Spiel, da habe ich lange gesucht und auch viel rumtelefoniert für, um das wieder rauszufinden. Es war Braunschweig 2004 und wir haben 1-0 gewonnen. Genau, weil mein Onkel mich mitgenommen hat und irgendwie so, ich komme von einem Dorf in Dithmarschen, das kennt man von der sehr guten Biermarke. Ich weiß, ihr werdet woanders gesponsert, aber auch Dithmarscher möchte ich hier lobend nochmal erwähnen. Weil ich aus Dithmarschen komme, lag es ja irgendwie nahe, entweder Mordor oder halt St. Pauli. Und weil ich relativ schlecht in Uruguay bin ich dann halt
zu St. Pauli gekommen. Und alle meine Freunde aus diesen, also aus Kindergartentagen, haben ähnliche Entwicklungen genommen. Deshalb war irgendwie der Schritt zu St. Pauli relativ klein. Schöne Grüße an den Onkel an der Stelle. Ja, genau. Das ist schon mal sehr gut. Wie kommt man dann zum Fanclub? Also wir kennen das alle, aber erzähl es doch nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Ja, lustige Geschichte tatsächlich. Ich studiere in Lüneburg, beziehungsweise habe da studiert und habe einen aus unserem Fanclub getroffen, von dem ich irritiert war, weil er eine Juventus-Jacke über einem St. Pauli-Shirt getragen hat. Ich hoffe, er verzeiht mir, dass ich das jetzt erzähle. Ich war aber gelinde gesagt ein bisschen irritiert, weil ich von Juventus halt andere Dinge gehört habe als eine unbedingte Verbindung mit St. Pauli. Und genau, sein Vater ist Juve-Fan, deshalb trägt er diese Jacke. Er ist also entschuldigt. Und der hat ein Foto gemacht im Stadion oder im Stadionumfeld, das weiß ich nicht ganz genau, auf dem mein Zwillingsbruder im Hintergrund drauf ist, weil ich noch einen Zwillingsbruder habe, der mir relativ ähnlich sieht. Und dann haben wir uns lange angeschrien, dass ich das gar nicht bin. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann hat er gesagt, er hat eine eigene Fangruppe. Und weil ich auf der Suche nach einer war, habe ich mich dann der angeschlossen. Verrückte Geschichte. Da auf jeden Fall. Wann war das? Oh, das müsste jetzt so 6-7 Jahre her sein. Ich habe auch in Lüneburg studiert. Gegoogelt und da bin ich auf Aufkleber der Mad Crew gekommen von 2000, ich weiß nicht, ob der Aufkleber von 2012 ist, aber 2012 gegründet wahrscheinlich, ne? Ja, weiß ich gar nicht ganz genau. Ich war nicht bei der Gründung dabei, aber könnte sein, dass der Zeitraum stimmt oder 2011 oder so, irgendwie sowas in der Richtung auf jeden Fall. Auf dem Aufkleber ist auf jeden Fall auch ein Mad-Schnitte mit Zwiebelringen drauf, also das... Ja, jetzt weiß ich, welchen du meinst. Wirkt authentisch, okay. Gut, ja, und dann ist es natürlich immer noch ein weiter Weg, sich dann irgendwann beim Fanladen auf eine Stelle zu bewerben. Bist du da im Vorfeld schon irgendwie alert gewesen? Wusstest du schon, dass Birgit irgendwie wechselt oder bist du dann wirklich erst mit der Ausschreibung drauf aufmerksam geworden? Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine Ausschreibung gab für die Nachbesetzung von Birgit. Doch, musst du jetzt sagen. Stimmt. Ja, es gab natürlich eine. Aber die wahre Geschichte ist, dass ich quasi der zweite Anzug bin, weil Birgit und ich uns auf die Stelle gleichzeitig beworben haben und der Fanladen sich verständlicherweise für Birgit entschieden hat. Also was heißt verständlicherweise, aber ich kann sehr gut verstehen, dass man sich für Birgit entschieden hat. Und als klar war, dass Birgit eben geht, leider hat mich der Fanladen angerufen und gefragt, ob ich noch Bock hätte. Und da war jetzt irgendwie der Weg, Ja zu sagen, sehr, sehr kurz. Deshalb habe ich dann Ja gesagt und bin jetzt im zweiten Anlauf auf diese Stelle gekommen. Das war bei Birgit, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine halbe Stelle von der Stundenanzahl? 450. Das sind wie viele Stunden pro Woche? 20? Also ich glaube so 30 im Monat. Ja, okay. Und das ist bei dir jetzt genauso? Oder? Ja, genau, das ist bei mir genauso. Und ich weiß noch, bei ihr, es waren eher 30 die Woche, wenn sie ehrlich gewesen wäre, was sie so an Arbeitsleistung hatte. Hat sich das jetzt bei dir zumindest in den ersten Wochen schon mal angedeutet, dass du deutlich drunter bleiben darfst? Oder? Ja, ich würde mal sagen, dass die ersten Wochen und vielleicht auch Monate in so einer neuen Stelle nie so richtig repräsentativ sind. Aber ich würde sagen, nein. Also weil ich ja einfach auch viele Leute mit vielen Leuten telefonieren möchte, um mich bei vielen Leuten neu vorzustellen. Und weil ich mich eben nicht in so einem 5 Minuten, hi, ich bin Paul, tschüss, danke, vorstellen möchte, sondern eben auch einfach, weil ich finde, das gehört dazu, wenn ich Leute vertreten soll und irgendwie ein bisschen mir Einblick verschaffen möchte, dann muss ich denen auch zuhören und dann dauern Telefonate halt auch mal länger und das ist auch gut so, da freue ich mich auch drüber. Aber ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich, jeder, den ich anrufe und jeder hat dann nochmal eine Person, die ich auch noch unbedingt anrufen muss und bis jetzt ist es immer so gewesen, ich habe auch dann diese Person noch angerufen und dachte, jetzt ist mal Schluss, weil irgendwer wird doch aufhören, noch eine neue Idee zu haben von Leuten, die ich anrufen kann und sollte. Und sie haben alle immer noch neue Ideen und das ist immer noch sehr, sehr gut. Deshalb telefoniere ich einfach sehr, sehr viel gerade. Und sehr, sehr gerne im Zweifel. Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, an der Stelle schönen Gruß an Bastian vom Babelsberger Inklusionsprojekt. Die hatten sich nämlich auch gemeldet, als sie gehört haben, wir wollen vielleicht was mit dir machen.
passte jetzt zeitlich leider nicht so ganz zusammen, aber das war dann auch jemand, als wir beide telefoniert haben, wo du dann gesagt hast, okay, da werde ich dann bei Gelegenheit auch nochmal anrufen. Genau, du hast mir also auch noch einen auf die Liste geschrieben. Tut mir sehr leid, ja. Und dann ruft der Milan Ton nochmal an und will dich in die Sendung holen. Das ist ja alles grausam. Ja, macht nichts. Okay, ja, wie bist du denn zu der Stelle dahingehend gekommen? Das hast du in irgendeiner Art und Weise das vorher schon beruflich gemacht oder zumindest in irgendeiner Art und Weise dich da anderweitig engagiert? Ja, auch da fange ich wieder in meiner Kindheit an, beziehungsweise bei meiner Geburt. Und zwar bin ich mit einer Spastik auf die Welt gekommen und deshalb war so Inklusion und dieses Thema immer für mich präsent, also in der einen oder anderen Form mal weniger, mal mehr. Genau, dann habe ich, hole jetzt richtig groß aus. Wir haben Zeit. Dann habe ich nach meinem Abitur habe ich dann ein FSJ in einer Kita in Kiel gemacht, die inklusiv gewesen ist. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich bei den Menschen oder den Personen sehr, sehr gut ankomme, weil ich, glaube ich, einfach ein anderes Verständnis für Menschen mit Behinderungen habe, weil ich eben selbst verstehen kann und, oder beziehungsweise in einem gewissen Rahmen nachvollziehen kann, wie es den Leuten geht. Genau, und dann habe ich nach dem FSJ mir überlegt, entweder studiere ich soziale Arbeit oder Politikwissenschaft. Und ich habe mich für das weniger gut bezahlte entschieden und dann ein Politikwissenschaftsstudium angefangen, wo ich gerade in den Endzügen bin. Und habe mich dann während meines Studiums eben viel mit Inklusion, also der strukturellen, theoretischen Grundlage von Inklusion auseinandergesetzt, fand es dann sehr, sehr spannend. Oder finde es einfach spannend, also weil die Gesellschaftsidee von Inklusion für mich einfach sehr, sehr großartig ist. Genau, und dann hat mir ein Freund gesagt, dass diese Stelle frei wird und ich mich darauf bewerben soll, weil er mich da sieht. Und dann habe ich mich darauf beworben und das habe ich eben schon erzählt, sie im ersten Anlauf nicht gekriegt. Aber jetzt mit einem Jahr Verzögerung, ja. Genau. Debbie. Also ist das praktisch so, dass du hauptberuflich studierst und das sozusagen dein Studentenjob jetzt ist? Oder hast du noch einen anderen Job, der in die Richtung geht? Nee, ich habe noch einen anderen Job. Also weil ich meine Bachelorarbeit mehr oder weniger fertig habe. Streite mich noch ein bisschen um meine Fragestellung, weil ich theoretisch nicht so, also ich kann wissenschaftlich nicht so richtig arbeiten. Ich bin eher so der praktische Typ. Genau, aber ich arbeite hauptberuflich in einer Werbeagentur. Ah, okay. Was ganz anderes. Ist was ganz anderes, aber auch spannend, weil es eben auch irgendwie mit Menschen ist, also auch wenn es nicht meine Haupttätigkeit ist, aber einfach ein anderes Umfeld, als man bei St. Pauli gewohnt ist und auch andere Herangehensweise an bestimmte Themen. Und das ist für mich auch irgendwie spannend und viele nette Leute, die ich da habe, die ganz anders ticken, als man jetzt im St. Pauli-Kosmos tickt. Das klingt ja so, als wäre das jetzt auch ziemlich zeitintensiv, weil ich bei Birgit noch so in Erinnerung hatte, dass es auch alles ziemlich zeitintensiv war. Also das ist ja dann schon ganz schön viel, was du dir dann so aufgebrummt hast. Ne? Ja, aber genau, also das klingt so und das ist tatsächlich, glaube ich, auch so, dass ich relativ viel telefoniere und relativ viel mache, aber das ist momentan so, dass ich einfach jeden Job sehr gerne mache, auch mein Hauptberuf, den mache ich sehr gerne, deshalb ist das alles nicht so wirklich viel Arbeit und dass ich jetzt bei St. Pauli im Fanladen arbeiten darf, ist für mich einfach ein großer Gewinn und deshalb nicht so richtig mit Arbeitszeit verbunden, weil ich glaube, ja, also jeder, der sich irgendwie engagiert, der macht das ja freiwillig und sehr, sehr gerne und ich werde dafür auch noch bezahlt. Verrückt! Mega gut! Ja, ich glaube, das würden wir alle gerne. Aber gut. Ach, du nicht, Mike? Also. Immer noch nicht, nee. Auch das, obwohl das mit dem Unterstützen ganz gut anläuft, aber ich mache das hier immer noch für lau. Okay, ja. Erzähl doch, das habe ich vorhin vergessen, wo bist du denn im Stadion normalerweise, bevor du diesen tollen Job, der dich jetzt auch noch für umsonst da reinbringt, angenommen hast? Ja, ich bin in der Südkurve tatsächlich. Seit Anfang meines Studiums habe ich eine Saisonkarte in der Süd. Genau, und da bin ich eigentlich jedes Heimspiel gewesen. Damals. Okay. Damals, als es noch ging. Eieiei. Ja, jetzt hast du den neuen Job und wie du schon sagtest, da ist eine der Hauptaufgaben natürlich Organisation von Heim- und Auswärtsspielen.
Ja, geil. Ist ja eine laue Nummer momentan. Wie, also auf der einen Seite ganz schön, aber auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit, die ganzen Kontakte, die du in dem Job ja eigentlich bräuchtest und die du jetzt herstellen möchtest, kannst du ja auf die Art und Weise gar nicht jetzt an den Laden bringen und mal anstoßen. Wie machst du das? Momentan telefoniere ich einfach sehr, sehr viel. Ich bin gerade dabei zu telefonieren mit Leuten, die eben wie zum Beispiel Wolf, mit dem habe ich telefoniert mit anderen wichtigen Leuten, die mir dann eben gesagt werden. Wie gesagt, ich führe diese Liste und sie wird immer länger und länger, was tatsächlich ein bisschen schade ist, weil ein Telefonat, auch wenn ich lange telefoniere, natürlich nur die Hälfte oder beziehungsweise nicht mal die Hälfte von dem transportieren kann, von dem, was man eben in einem persönlichen Gespräch und vielleicht im Stadion eben an ja, Nähe oder beziehungsweise an Kennenlernen generieren kann in viel kürzerer Zeit. Deshalb telefoniere ich gerade viel. Genau, und ich weiß nicht, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf. Ich habe ja auch zu Beginn meiner Amtszeit wegen vieler anderer Dinge telefoniert und deshalb sehr oft dieselben Leute angerufen. Okay, das machen wir gleich noch genauer. Die Kontakte in die Fanszene aufzubauen, ist ja die eine Geschichte. Du wirst ja wahrscheinlich aber auch viele Kontakte innerhalb des Vereins zu Mitarbeitern und so aufbauen müssen, dürfen, wie auch immer. Kannst du das denn vor Ort machen oder ist das auch alles per Telefon? Nee, bis jetzt habe ich viel mit Raik telefoniert. Ich glaube, das funktioniert aber auch ganz gut, weil also Raik ist mein Hauptansprechpartner im Verein. Das ist der Inklusionsbeauftragte von St. Pauli. Mit dem telefoniere ich viel. Das funktioniert sehr gut. Klar, ich würde mich auch freuen, irgendwann mal einen Kaffee mit dem trinken zu gehen, aber das habe ich mir einfach für später aufgeschrieben. Und ich glaube, es wäre viel schwieriger gewesen, hätte ich die Stelle Anfang März letzten Jahres angefangen. So sind relativ viele Leute relativ routiniert, eben mit so Zoom, Skype und diversen anderen Teams, Meeting-Geschichten. Und was ich dazu sagen kann, Sven Brooks, den habe ich auch getroffen. Und getroffen sage ich, weil er mich dankenswerterweise für ein Spiel akkreditiert hat. Ich habe kurz überlegt, ob ich es erzählen soll oder nicht, aber ich fände es unfair, das nicht zu erzählen. Genau, deshalb, der hat mich für das Würzburg-Spiel, glaube ich, akkreditiert. Oder Jan? Als wir zu Null gespielt haben. Ich glaube, es war Jan Regensburg. Genau, gegen Jan hat er mich akkreditiert und genau, ich durfte ins Stadion gehen und das war verrückt und da bin ich sehr dankbar für. Genau, und den habe ich dann als einzigen Menschen persönlich kennengelernt, mehr oder weniger. Also mehr oder weniger, weil die anderen habe ich ja auch irgendwie persönlich kennengelernt. Debbie. Es gibt auch, gibt's das noch oder ist das noch in der Mache, diesen Dialog barrierefrei? Weil dann ist der jetzt auch während Corona-Zeiten noch. Und was ist das genau? Können wir ja nochmal sagen. Genau, den gibt's noch, also beziehungsweise der lebt noch, den muss ich aber nur noch wieder organisieren und weil ich eben viel anders beschäftigt war gerade, bin ich dazu noch nicht gekommen. Der findet aber theoretisch dann via Zoom statt. Genau, und das ist eigentlich eine Art Netzwerktreffen, wo eben bestimmte Dinge aus dem Verein oder Leute aus dem Verein eingeladen werden, um sich dann vorzustellen. Also einfach auch, um zusammenzukommen. Und genau, den nächste, das kann ich schon verraten, da geht es nur um mich, weil ich sehr gerne im Mittelpunkt stehe. Nein, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute mich kennenlernen müssen, weil sie, und darauf bin ich angewiesen, sie müssen mich anrufen, wenn irgendwas nicht gut läuft oder beziehungsweise sie müssen mit mir in Kontakt kommen und deshalb soll es das nächste Mal nur um mich gehen, damit möglichst viele Leute wenig Angst haben, mir irgendwelche Dinge auf den Tisch zu schmeißen oder mich anzurufen oder was auch immer, weil ich darauf eben angewiesen bin, die Vorgehensweise oder auch die Probleme von Leuten zu kennen, um sie gut zu vertreten. Das dann per Zoom-Konferenz. Ja, genau. Hast du dafür schon einen Termin, oder? Nee, da bin ich noch in der Erfindungsphase. Johnny. Ich glaube, das ist so auch ein Learning oder was man mitgenommen hat, ist einfach, dass du als Einzelperson oder als Ansprechpartner halt wesentlich sichtbarer sein musst. Das hat ja vorher mit Birgit schon gut geklappt. Und ja, ich glaube, das ist der richtige Weg, den ihr da geht. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Also das, in meinem vor Birgit hat das so, ich will nicht sagen, nebenbei gelaufen oder sowas, aber es war außer den handelnden oder den betroffenen Personen halt keinem so richtig bekannt. Und ich finde es gut, dass das jetzt ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rückt und auch in die Öffentlichkeit rückt. Das Lob und Anerkennung dafür. Danke.
So, und die letzte Personengruppe, die du natürlich kennenlernen musst, sind ja die Fanladen-Kolleginnen und Kollegen. Die kanntest du im Zweifel natürlich schon aus der Fankarriere heraus, aber habt ihr denn jetzt noch Treffen? Also Sven und Justus haben gleich gesagt, nee, wenn der Paul da ist, dann kommen wir nicht. Also. Ja, nee, Sven und Justus müssen mit mir Vorlieb nehmen. Das, genau, wir haben uns treffen uns ab und zu mal bei Zoom. Genau, aber ich kenne die ja aus meiner Karriere bereits, beziehungsweise sie kennen mich, sie mussten sich ja um mich kümmern. deshalb, okay. So ist jetzt nicht so, dass ich mit Unbekannten anfange zu arbeiten. Das ist doch schon mal sehr gut. So, und jetzt hast du schon angedeutet eben, etwas nebulös. Du hast ja, also wenn wir uns kurz dran erinnern, wie Birgit angefangen hat, da war es ja so, dass sie da auch durchaus gegen Widerstände in den eigenen Reihen kämpfen musste, weil das Auseinandergehen des vorherigen Fanbeauftragten mit dem Verein halt wirklich einfach sehr unschön war, warum auch immer, das kann man, glaube ich, so festhalten. Und da hatte sie natürlich schon mal einen schwierigen Start. Den hattest du in dem Sinne nicht, dass du dagegen interne Dinge irgendwie ankämpfen musstest, aber trotzdem gab es gleich was zu tun. Erzähl. Ja, und zwar gab es zum Würzburg-Spiel oder soll es zum Würzburg-Spiel unangenehme Äußerungen beziehungsweise ja despektierliche Äußerungen von Leuten aus dem Verein gegeben haben. Und das hat sehr viele Leute, haben sich da zu Recht angegriffen gefühlt. Und genau, da habe ich halt viel telefoniert, weil ich will eigentlich dass die genauen Wortlaut auch nicht wiederholen, weil ich nicht mehr möchte, dass er im Sprachgebrauch stattfindet. Genau, und deshalb mache ich das auch nicht. Aber die, genau, da haben sich viele Leute einfach angegriffen gefühlt, zu Recht, und haben dann eben auch viel Kritik geäußert. Und in meiner Funktion habe ich die eben versucht zu vertreten und auch Kritik deutlich zu machen. Und ich kann sagen, dass ich jetzt mit dem Verein zusammen arbeiten wir gerade an Lösungen, und ich so unzufrieden ich mit dem Vorgehen war, wie es nach dem Vorfall jetzt ist, so sehr glaube ich oder gehe ich davon aus, dass der Verein daraus gelernt hat und so nicht nochmal damit umgehen wird, weil, und da ist der Verein auch nicht alleine, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem, was ja mit der Stelle auch angegriffen werden soll, das Bewusstsein für Menschen mit Behinderung eben noch nicht so stattfindet. Deshalb würde ich in dem Sinne dem Verein auch keinen Vorwurf machen, weil man kann nur aus Fehlern lernen, wenn man sie mal gemacht hat. So unschön das ist, dass das passiert ist. Ich gehe da aber sehr positiv raus, weil das Jahr 2021 ein sehr großartiges wird, sage ich jetzt einfach mal, dass der Verein daraus gelernt hat und damit in Zukunft anders umgehen wird. Und genau, da bin ich sehr hoffnungsfroh. Und was ich noch sagen kann, ich finde, es ist durchaus auch problematisch, immer zu sagen, ihr. Und die nächste Aufgabe ist zu gucken, wie können wir selbst damit umgehen. Und ich meine, wir waren alle mal im Stadion, und das ist alles irgendwie ja auch logisch, wenn es mal heiß hergeht und St. Pauli gerade noch so irgendwie hinten liegt und der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung trifft, dann sind wir alle diskriminierend. Und da schließe ich mich auch mit ein. Meine Sprache ist dann auch nicht mehr sauber. Und weil ich das ein bisschen angehen möchte, überlege ich oder bin ich gerade auf der Suche nach jemandem, der dazu sprechen kann. Weil, wie gesagt, wir alle, und ob das jetzt irgendwie jemand aus der Südkurve oder aus der Gegengerade oder aus der Nord oder von der Haupttribüne, alle sprechen diskriminierend. Und es geht auch für mich primär gar nicht darum, dass das aufhören muss, dass es das Endergebnis, was dastehen muss, aber es geht darum, wie gehe ich damit um, wenn es mir selbst rausgerutscht ist. Und genau, weil das ihr müsst einfach für mich ein falscher Ansatz ist, möchte ich eben die Fanszene darauf aufmerksam machen, dass es solche Probleme auch bei uns gibt oder beziehungsweise in der Fanszene gibt, und dass sich da auseinandergesetzt wird mit der eigenen Sprache, um dann positiv auf andere wirken zu können und sie darauf aufmerksam machen zu können, was genau falsch gelaufen ist, und das besser zu erklären. Sehr gut. Ich würde ganz gern, weil wir viele Hörer und Hörerinnen auch haben, die nicht den FC St. Pauli so ganz täglich verfolgen, einmal kurz sagen, es war halt ein Ausruf von Andreas Bornemann in Richtung Trainerbank der Würzburger, der nicht okay war. Das hat er auch, glaube ich, eingesehen, und das wurde im Nachhinein dann noch aufgearbeitet, und
den Prozess, den begleitest du weiter. Da brauchen wir auch nicht ins Detail gehen, aber das kurz zur Erklärung. Und so ein Vortrag oder wie auch immer du das jetzt meinst, könnte man dann auch zum Beispiel als Episode für den Dialog barrierefrei machen? Oder wie stellst du dir das vor? Oder bist du da noch nicht so weit im Detail? Also ich habe darüber nachgedacht. Ich finde es aber nicht so, also ich finde es nicht richtig, das im Dialog barrierefrei anzusiedeln, weil ich glaube, dass da das Problem ja schon bekannt ist. Weil eben die meisten, die zum Dialog barrierefrei regelmäßig kommen, eben von Diskriminierung betroffen sind. Deshalb glaube ich nicht, dass es, dass sie die Ersten sind, die man darauf bewusst oder darauf hinweisen muss. Klar wird es auch bei den Personen diskriminierende Sprache geben, aber ich würde es gerne übergreifend für im Rahmen vom Fanladen organisieren, weil ich glaube, jeder und jede kann davon profitieren, sich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen und mit der eigenen Sprache. Genau. Aber ich bin gerade erst in der Findungsphase. Ich habe so ein, zwei Menschen, die dazu reden, die ich jetzt mir angeguckt habe. Und also es ist noch sehr, sehr grob, weil mir die Idee erst in den letzten Wochen gekommen ist. Aber genau, ich bin da auf jeden Fall dran und ich würde mich freuen, wenn das dann rege Teil daran genommen wird, weil wir alle noch was lernen können. Und das ist ja ein Prozess, den wir alle irgendwie noch gehen müssen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du zwischendurch etwas gesagt, das war fast so ein bisschen entschuldigend, dass Sven Brooks dich mit ins Stadion genommen hat. Also brauchst du überhaupt nicht dich für entschuldigen. Da gehen ganz andere Leute offensichtlich momentan ins Stadion, sei es aus Sponsorensicht oder was auch immer. Also ich durfte ja auch ein Heimspiel schon sehen, auch ein Auswärtsspiel aufgrund der AFM-Radio-Tätigkeit. Natürlich hat man da immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen gegenüber denen, die halt nicht rein dürfen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, so ein richtig geiles Fußballerlebnis ist es ja halt auch nicht. Aber erzähl doch mal, wie du das Geisterspiel denn dann gegen Regensburg jetzt mal ab vom Sportlichen, sondern wirklich so als reines Erlebnis in diesem 30.000-Mann-Stadion mit, keine Ahnung, 100 Leuten wahrgenommen hast. Also es fängt damit an, dass das Stadionerlebnis beginnt ja für uns alle wahrscheinlich viel, viel früher als im Stadion. Und schon das ist sehr traurig, weil ich glaube ich bin um 13.15 Uhr oder so, oder um 13 Uhr, ich glaube, ich war eine halbe Stunde vor Spielbeginn im Stadion. Und schon das ist sehr, sehr anders als normal. Normalerweise schaffe ich es immer, oder bin ich, wenn es richtig gut läuft, eine Stunde vorher an meinem Platz im Stadion. Und da ist noch nicht einem gerechnet, dass ich vorher irgendwie um 10 meine Freunde treffe und wir gemeinsam Kaffee oder Bier trinken und uns unterhalten und einstimmen. Genau, und weil es aber so wenig Leute im Stadion gab, ging der Einlass relativ schnell. Und für mich ist es dann so gewesen, dass Sven mich abgeholt hat und mir die Räume gezeigt hat und genau ein paar Leute aus dem Funktionsteam vorgestellt habe, mit denen ich dann hoffentlich irgendwann bald mal wieder zusammenarbeiten kann. Genau, und dann haben wir uns in die Loge gesetzt, was ziemlich verrückt ist, weil ich da noch nie war. Aber das Gefühl vom Stadion ist irgendwie traurig. Also weil ich natürlich weiß, wie es sich anfühlt, wenn es voll ist. Und das Gefühl, irgendwie mit 30.000 Leuten oder nicht mit 30, aber fast mit 30.000 Leuten eine Gefühlslage zu teilen, das wird einem dann nochmal sehr, sehr genau vorgeführt, dass das eben nicht stattfindet, gerade weil es alles grau und trist ist und weil Stadien einfach grau und trist sind, wenn da keiner drinsteht. Und das ist leider auch am Millerntor so, dass es sehr, sehr trist und traurig aussieht, wenn es leer ist. Und deshalb hat sich das alles sehr merkwürdig angefühlt. Und auch das Rumschreien hat mir sehr gefehlt, Leute anzuschreien, in einem gewissen Punkt auch in der Masse unterzugehen. Das ist alles irgendwie weg. Deshalb war ich sehr dankbar fürs Erlebnis und ich war auch sehr dankbar fürs Spiel, dass das so gut gelaufen ist, aber ich würde mich da jetzt nicht drum reißen, das nochmal zu machen, weil so schön es war, so traurig war es im gleichen Maße auch. Hast du gesessen in der Loge? Ja, mehr oder weniger. Bist du aufgesprungen bei den Toren? Ja, ich stand bei den Toren schon, weil ich nervös war. und weil ich tatsächlich auch für mich ist dieses Logending einfach. Das ist nicht da die Art und Weise, wie ich bis jetzt Fußball geguckt habe, weil es für mich allein,
allein, dass ich ein ganzes Spiel sehen konnte, war für mich immer merkwürdig, weil ich habe tatsächlich viele Spiele dann nochmal nachgeguckt, weil ich die wichtigsten Tore, die wichtigsten Ereignisse alle nicht mitgekriegt habe, weil es irgendwie untergegangen ist zwischen Fahren und Rumgeschreie und so. Und das ist für mich ein eigentliches Fußballerlebnis gewesen bis jetzt. Und deshalb war es für mich mehr merkwürdig als schön. Ja. Debbie, wie verfolgst du denn momentan die Heimspiele? Guckst du Heimspiele im Fernsehen? Guckst du Auswärtsspiele im Fernsehen? Beides? Also eigentlich habe ich ja gesagt, dass ich das nicht mehr mache, weil ich ja so traurig dann werde. also ich kann das ja schon nicht, wenn ich unter normalen Umständen nicht auswärts mitfahren kann und dann ein Spiel mir angucken muss am Fernseher, dann finde ich das total schlimm, weil ich nicht dabei sein kann. Und so ist es ja immer so. Aber jetzt durch diese neue Euphorie habe ich mich dann doch, konnte ich es irgendwie auch doch nicht aushalten. Und habe die letzten, also gestern musste ich leider Gottes arbeiten. Aber die Spiele davor habe ich mir angeschaut, ja. Und es war wirklich schön. Also sonst konnte ich das ja auch nicht so richtig genießen und fand es einfach nur furchtbar. Aber dadurch, dass das, was auf dem Platz war, ja auch ja wirklich spannend war und ja auch wirklich so viel passiert ist. Ich dachte ja auch, ich gucke das so ein bisschen nebenbei und mache irgendwas anderes. Aber da in der Zeit, wenn man einmal aufs Klo gegangen ist, wäre schon wieder 1000 Tore gefühlt gefallen. Deswegen hat mir das sehr gut gefallen, jetzt wo Burgstaller auch wieder da ist. Ja, gefühlt jedes Spiel irgendwie toll macht mit Chiré zusammen irgendwie. Ja, also ich bin überrascht und ich glaube, ich werde das jetzt auch weiterhin machen. Auch wenn ich das, wie Paul gerade gesagt hat, so ähnlich praktiziere, dass ich nämlich ins Stadion gehe und supporte und nicht so viel vom Spiel mitkriege. Und jetzt muss ich das so ein bisschen umstrukturieren und mich nur aufs Spiel konzentrieren, aber ist auch mal schön. Johnny, Sky oder AFM-Radio? Ich darf das nicht sagen. Du hast mich beim letzten Mal so gescholten, als ich gestanden habe, dass ich einen Bezahlfernseh-Account habe, sodass ich sage, ja, ich gucke mir tatsächlich jedes Spiel an. Ich wollte noch zu Debbie beitragen. Meine Oma hat immer gesagt, nebenbei kackt nicht mal ein Hund. Ja, das nebenbei kann man nichts machen. Ich habe in der Vergangenheit, ich habe wirklich mir alle Spiele angeguckt, die ich halt nicht live tatsächlich verfolgen konnte. Und als es dann immer nicht so gut lief, musste ich mich irgendwie ablenken. So im Stadion kannst du halt meckern. Hier zu Hause sagt mir Esther dann immer, Keule, du kannst mit dem Fernseher reden, aber wenn du anfängst, Sachen zu werfen, das ist halt nicht cool. Und dann habe ich mich in der Zwischenzeit schon damit beschäftigt, abzuwaschen, weil ich mir dieses elendige Grottengekicke nicht mehr angucken konnte. Oder die Wäsche aufzuhängen oder das Badezimmer zu putzen. Und jetzt sind die so unverschämt und spielen vernünftigen Fußball. Jetzt sieht die Wohnung wieder aus wie Sau. Aber ich habe tatsächlich einen Bezahlsender-Account und gucke mir da dann regelmäßig Heim- und Auswärtsspiele an. Ja, ich war gestern auch mal wieder bei meinem Kumpel Frank und habe das da geguckt und ist halt so. Achso, was mich am meisten aufregt, sind tatsächlich die dazugehörigen Kommentatoren. Also ich kenne das ja inzwischen von anderen Leuten, die dann sagen, ja, dann mache ich den Kommentator aus und mache mir das AFM-Radio an und stopp das dann so ein bisschen immer ab, dass das halt einigermaßen zusammenpasst. Und Wolf hat ja nun wirklich eine sehr blumige Sprache. Aber die Kommentatoren von diesem Bezahlsender, ich wünsche mir tatsächlich so einen Ausmodus. Ich meine, Stadion Atmo ist du ja gerade, wenn du auf Mute drückst, aber dann hörst du auch die anderen Sachen nicht. Ich finde es wahnsinnig interessant, wie viel Schuhgeklimper und taktische Anweisungen von außen man gerade hört. Aber das, nee. Da muss man noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Jedes zweitklassige Fanradio hat irgendwie bessere Kommentatoren als der Bezahlsender. Das stört mich noch so ein bisschen. Paul, wenn Sven dich nicht mitnimmt, wie verfolgst du denn dann in Pandemiezeiten die Spiele? Ich höre tatsächlich das AFM-Radio. Mein Mitbewohner, der nicht so Fußball interessiert ist, ist davon etwas genervt, aber dann muss er leben. Genau, ich höre das AFM-Radio und wenn es gut läuft und wir gewinnen, gucke ich mir noch eine Zusammenfassung an. Sehr gut, ja. Ja gut, das war jetzt ja in den letzten Wochen dann häufiger der Fall. Gut, hast du noch Dinge, die du zu deiner Stelle mit auf den Weg geben willst den Leuten? Wahrscheinlich am besten sag doch nochmal, wenn jetzt jemand sagt, oh ja, das ist auf jeden Fall jemand, wo ich mich auch mal melden müsste, wie tut er das denn am einfachsten oder sie? Tatsächlich habt ihr die E-Mail schon mal irgendwo verlinkt wahrscheinlich, weil es immer noch dieselbe ist. Es ist barrierefrei@fcstpauli.com. Genau, und
wenn ich noch letzte Worte sagen darf, dann zu der Stelle, dann, dass ich mich sehr freue, wenn, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber ich freue mich sehr über Berichte, was läuft nicht so gut, was läuft vielleicht auch gut, was sollte ich mir nochmal angucken, weil das Thema Inklusion so groß ist, dass es quasi ungreifbar ist für eine Person alleine und ich darauf angewiesen bin, dass mir Leute erzählen, wo sie noch Bedarf sehen. Und genau, deshalb sollen sie sich alle bei mir melden. Debbie. Ja, genau, das wollte ich vorhin auch noch fragen, weil du ja beides, Birgit hat dir ja so einen Ordner gegeben und dann hast du da so ein paar Aufgaben mitgekriegt. Du bist ja schon ziemlich frei in deiner Arbeit, ne? Also das heißt, wenn man jetzt, weil ich meine, es sind ja keine Spiele und man könnte ja mit diversen Ideen, die mit Inklusion zu tun haben, ja auch jetzt zu dir kommen. Also das ist jetzt nicht so, dass du so ein Gerüst hast, das und das musst du machen und dafür sind deine Stunden zur Verfügung, sondern du bist auch dafür offen, wenn man jetzt zum Beispiel ja auch eine Kooperation mit anderen, sowas wie Rollstuhl-Erlebnisreisen oder sowas macht. Also da bist du frei und offen oder wie ist das? Oder bist du da in so einem Gerüst gefangen? Nee, ein Gerüst habe ich tatsächlich nicht, was ich auch ziemlich gut finde. Und für mich ist tatsächlich diese Corona-Krise auch ein Gewinn, weil man eben Dinge neu denken kann und weil die Chance besteht, Dinge neu zu sortieren und weil ich viele Leute erwischen kann, die nicht gerade in der Organisation zwischen Heim, Auswärts und so spielen sind. Und deshalb gibt es da viele neue, viele Kapazitäten, die, glaube ich, um positiv zum Thema Corona zu sein, echt viel bewegen können. Und genau die versuche ich eben gerade alle anzuzapfen. Und ich habe auch so ein bisschen eine Liste von Dingen, die mir wichtig sind. Zum Beispiel, ich habe viel mit Anja telefoniert, die ja in der Segelabteilung ist und die sind gerade dabei, ein inklusives Boot zu organisieren und sowas möchte ich mir dann eben angucken, beziehungsweise da dann unterstützend tätig sein. Und wie ich unterstützend tätig bin, das können sich dann die Personen, denen ich auf die Nerven gehe, beziehungsweise die mir was hinlegen, selbst aussuchen. Aber dafür gibt es genau die Stelle, eben gewisse Sachen lauter zu machen oder lauter auszusprechen und andere Dinge vielleicht ein bisschen runter zu bremsen oder leiser zu machen. Und genau das ist eben die Stelle, eine Schnittstelle sein zwischen Verein und Fans. Und auch Raik hat sicherlich noch die ein oder andere Aufgabe in petto, die wir zusammen angehen. Und genau, da freue ich mich dann drauf, wenn ich so ein bisschen das erste Abtelefonieren fertig habe. Okay, da freuen wir uns auch sehr drauf. Das wird bestimmt noch ein bisschen dauern, aber irgendwann hast du dann die Zeit dafür. Und irgendwann können dann ja auch wieder Menschen ins Stadion. Schauen wir mal. Gut, dann schauen wir doch vielleicht mal so ein bisschen aufs Sportliche. Und ich habe gerade nochmal geguckt, wir haben die letzte Sendung gehabt zwischen dem Heimspiel gegen Kiel 1:1 und dann dem Auswärtsspiel in Hannover. Und vor diesem Spiel standen wir halt wirklich, ja, ich will nicht sagen einen Schritt weiter als den Abgrund, aber es sah halt echt nicht gut aus. Und wir hatten nach, jetzt muss ich doch nochmal zurückblicken, nach 15 Spielen 10 Punkte. Und irgendwie, alle anderen waren zwar noch so in Schlachtdistanz, aber halt auch nur die beiden direkt vor uns. Und seitdem scheint über St. Pauli dermaßen die Sonne, dass wir kaum wissen, wohin mit unserem Glück. Angefangen mit diesem 3:2-Sieg in Hannover. Erste Halbzeit, glaube ich, mit die beste Halbzeit, die wir bei diesem Verein überhaupt in den letzten Jahren gesehen haben und dann dieses Tor von Matanovic in der Nachspielzeit, als alle schon dachten, oh nee, jetzt lassen wir uns das wieder vom Boot nehmen. Johnny, wie hoch bist du denn gesprungen, als Igor das Ding an den Innenpfosten gepackt hat? Ich hatte mental in dem Moment tatsächlich schon abgeschlossen. Ne? Ich habe gedacht, geil, kann ich wieder abwaschen gehen, aber immerhin nicht verloren, ist ja auch schon mal was wert. Aber als das dann durch war, auch hier muss ich wieder, ist dieser Bezahlsender unseres Vertrauens ein bisschen nervig, denn über mir weiß nämlich immer schon 30 Sekunden vorher Bescheid. Ich wusste also schon in dem Moment irgendwas passiert und vorher hatte aber jemand gewohnt, der einem anderen Fußballverein angehört hat oder er hat einen anderen Mitbewohner, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sein Jubelverhalten so, dass ich immer nicht weiß, ich weiß, es passiert etwas, aber ich habe keine Ahnung was. Und in dem Moment war ich wahrscheinlich auch schon wieder gerade auf dem Weg raus oder sowas und ich höre ihn johlen und in dem Moment bleib stehen, gucke auf den Fernseher und warte und es war, das ist alles von mir abgefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. War schön. War einfach schön.
Der Igor. Ja. Paul, wie hast du das Spiel verfolgt? Auch wieder im AFM-Radio und ich... Da war Wolf alleine, ne, bei dem Spiel, glaube ich. Ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Und ich muss auch sagen, ich war mit dem 2-2 sehr zufrieden. Ich hätte mir gegen Hannover auch ehrlicherweise gar nicht so viel ausgerechnet. Deshalb bin ich über den Siegtreffer, den späten, sehr, sehr glücklich gewesen. Genau, und ich glaube, das ist dann einfach auch erzwungen gewesen und irgendwie als Mannschaftsleistung erkämpft worden, was ich großartig finde. Also das gefällt mir sehr, sehr gut, wie sie da aufgetreten sind. Und ich glaube, das setzt sich dann ja auch fort irgendwie in den nächsten Spielen. Vor allem kriegt Hannover ja eine gelb-rote Karte. Und ich dachte dann wieder, oh nee, wir gegen Gegner in Unterzahl. Ja. Ich habe Mikes Tweets schon gesehen, im Sinne von Tore nicht zu früh schießen und sowas alles. Und dann auch noch in Unterzahl. Da habe ich gedacht, nee, das Thema ist durch. Das kann man so lassen. Ich kaufe das 2-2, den Punkt gegen Hannover nehme ich schon mit. Aber dann, das noch funktioniert, das fand ich gut. Das ist vielleicht auch so ein, diese viel gescholtene Worthülse-Mentalität, das zeigt sich vielleicht halt dann doch, dass die Leute eben ein bisschen mehr Spaß am Fußball haben, ein bisschen mehr zusammen haben. Und ich traue mich immer nicht, ich sage immer Guido, aber wahrscheinlich heißt es doch Guido, wie jeder Kommentator sagt. Ich hoffe nicht. Das wär auch schlimm. Aber findet ihr nicht auch, dass der wesentlich älter aussieht als seine 31? Ja. Aber muss ja, ist ja ein Fußballspieler, deswegen kann er nicht so alt sein, wie er aussieht. Ja, aber wenn ich den so sehe, dann den hättest du auch irgendwo in Österreich an der Kneipe aufreißen können. Ja, so. Deswegen ist er ja auch so sympathisch. Der sieht aus, als ob er den ganzen Tag raucht, dann die Schmierfrisur nach hinten und so, das klappt schon. Und ich glaube, der reißt halt die alle anderen so ein bisschen mit. Ja. Und das war gegen Hannover, fand ich gut zu sehen, dass man halt nicht gesagt hat, ich meine, du fängst ja halt irgendwie 2 Tore, das ist halt auch nicht, das steckt halt auch nicht jeder so einfach weg. Und das hat dann ganz gut funktioniert, fand ich zumindest. Ja, was Paul auch gerade meinte mit sonst, wie oft hatten wir davor 2-2 gespielt? Also 5-mal in der Saison, glaube ich. Ja, genau, also irgendwie gefühlt oft. Also es war immer so, dass, also wenn es dann ja fast noch gut lief. Und da dann wirklich noch ein 3-2, hä? Was? Das geht? War schon... Hast du das denn schon gesehen, Debbie? Weil du sagtest ja eben, ich gucke erst, seit wir wieder erfolgreicher sind. Nee, deshalb, oh Gott, vor allen Dingen, weißt du, wie lange das her ist? Als weiß ich noch genau, was ich da gemacht habe. Ja, also, wo warst du, als Igor Martanovic getroffen hat? Das muss man doch wissen. Ja, genau. Ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen, aber ich habe ja auf jeden Fall immer meinen Ticker hier an und dann mit 2-2 schon auf jeden Fall abgeschlossen gehabt und auf einmal, Huch, ich glaube, ich gucke mir das Spiel nochmal anschließend an. Das mache ich ja auch. Okay. Ne? Gut. Anschließend haben wir tatsächlich das allererste Mal in dieser Saison und gefühlt seit 1912 wieder mal zu Null gespielt gegen Jahn Regensburg. Paul hat schon erzählt, wie lange bist du denn nach dem Spiel noch im Stadion geblieben? Hast du dir noch, gab's Jubelszenen auf dem Feld? Weißt ich bin noch? Tatsächlich relativ schnell rausgegangen, weil das war, glaube ich, so, das ist so gängig, dass man so schnell wie möglich das Stadion danach wieder verlässt. Ach so, wegen Hygienekonzept und so muss man, glaube ich, sogar, ne? Ja. Ja, und vielleicht auch ein bisschen wegen Haupttribüne, ich weiß es nicht. Okay. Okay, da haben wir also auf jeden Fall zu Null gespielt. Dann haben wir an dem Donnerstagabend gegen Bochum auch eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, aber vielleicht war der Gegner an dem Tag auch ein bisschen besser. Das kann man dann auch mal neidlos anerkennen. Und dann kam Heidenheim. Heidenheim, wir waren 6-mal da, wir haben insgesamt nur 2 Tore geschossen, wir haben 6-mal verloren. Max Schnatterer hat in jedem Spiel gegen uns 8 Tore gemacht. Heidenheim bis dahin beste Heimmannschaft der Saison, noch ohne Heimniederlage. Also ich war mir relativ sicher, dass wir gewinnen. Johnny? Waren die nicht sogar seit, keine Ahnung, 2019 oder so ohne Heimniederlagen? Ja, die waren noch kurz davor, den Rekord von Fortuna Düsseldorf einzustellen. Ja, ich war in meinem Leben 2-mal in Heidenheim. Und ich muss zugeben, dass ich da beim ersten Mal war ich nur da, weil ein Bus gefahren ist oder ich mit Gerd zusammen, ich glaube, ich bin mit Gerd zusammen mit dem Zug gefahren, weil der irgendwie so ein günstiges Lidl-Ticket über hatte. Und dann gab es, die Heidenheim-Story erzähle ich jedes Mal wahrscheinlich. Ich stehe also vor diesem Wagen, Kackstadion, schöne Stadt und so weiter, stehe vor diesem Wagen und gucke den Ausschenkenden an und frage ihn dann so, Herr Buschi, wie ist hier? Gibt es Schaumgebremstes oder gibt's? Guckt er mich an und versteht die Frage halt überhaupt nicht. Ne? Und er erzählt halt so, was sie so haben und erzählt auch von der Weinschorle und keine Ahnung, was ich so. Ja, Bier, ist das jetzt alkoholfrei? Nee, ist Dinkelacker.
Und das war der Moment, in dem quasi so sich nach hinten auch in der Schlange das dann fortsetzte. Vollbier, 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 Vollbier. Gib mal vier. Vier Bier? Nee, vier Träger. Und dann, das ist meine schönste Erinnerung an Heidenheim. Genau, ich bin das nochmal mit dem Nordsupport einmal mit hingefahren, als die noch irgendwelche Plätze im Bus über hatten. Das ist so meine Erinnerung an Heidenheim. Das ist ein mittelmäßiges Stadion, bei dem wir relativ selten was holen. Marc Schnatterer ist der Typ, den ich nie leiden konnte, von dem ich mir immer gewünscht habe, dass wir ihn kaufen. Weil machen große Vereine ja so, denn wenn jemand Tore gegen sie schießt, die Leute dann zu kaufen, das haben wir halt nicht geschafft. Und ich habe mit nichts gerechnet. Ich meine, das ist halt Heidenheim, ne? Und dann machst du das sehr frühe 1-0 und ich gucke wieder bei Twitter rein und ich sehe wieder, dass Mike schreibt, man darf das entscheidende Tor nicht zu früh schießen. Und dann geht das hin und her und hin und auch dir wieder nach dem 3-3 war ich mental schon durch. Also das kann ich nicht so oft mitmachen. Wenn ich noch Haare hätte, wären sie mir dann schon ausgerissen. Und mir fehlt noch so dieses Grundvertrauen zu sagen, wir werden das schon machen, wenn wir ein frühes Tor schießen. Aber als dann das 4-3 gefallen ist, war ich wieder zufrieden und glücklich mit mir selbst. Und was für Tore wir haben. Ja, das Tor des Monats. Abstimmen für Tor Nummer 3. Kofi Kiré unter der Mauer durch. Sehr geil. Ja. Ich habe auch gestern bei Sandhausen gesehen, wie da sich auch wieder einer hinter die Mauer gelegt hat. Fand ich sehr lustig. Ich glaube aber, hat er nicht Tor Nummer 2 unter der Mauer durchgeschossen? Nee, in der Wahl zum Tor des Monats ist es die Startnummer 3. Okay. Entschuldigung. Alles klar. Aber es war das zweite Tor in dem Spiel, ja. Danach den Freistoß, da hat sich dann ja tatsächlich jemand quergelegt und auch das war dem Kommentator des Bezahlsenders durchaus eine Randnotiz wert. Ja, genau. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas erzählen, jetzt habe ich... Debbie, hast du gerade gesagt, es ist zum Tor des Monats geworden? Ja. Nee, die stimmen doch jetzt erst ab. Die können doch jetzt noch nicht für Januar schon entschieden haben, oder? Ich dachte, dass ich da vorhin sowas gesehen hatte. Nee, da ist heute, geht die Wahl los. Also jetzt haben wir eine Woche Zeit. Also für mich ist es Tor des Monats. Absolut. Keine Frage. Ja, genau. Also auch da wieder frühes Tor durch Guido, wie wir ihn nennen. Oder seit gestern nenne ich ihn nur noch GB9, weil wir das Hashtag-kompatibel, ne, GB9, ich glaube, wir müssen Merch herstellen. Super. Lieber nicht. Ja, warte mal. Morgen erscheint ein Artikel. Also wenn ihr das hier hört, könnt ihr schon jetzt auf millanton.de gehen und den Artikel nachlesen. Es ist legendär, was der da macht. Ey, aber können wir uns darauf einigen, dass nicht noch eine Jogginghose rausgebracht wird? Ich habe aktuell die vom Fanladen an und ich kann nicht noch eine Jogginghose anschaffen. Das funktioniert nicht. Da ist der Schrank voll. Ich weiß nicht, was noch ein Schrank. Hau an! Ja. Guido Burgstaller Schränke. Das ist doch auf jeden Fall, finde ich, ist eine gute Überschrift, falls du noch eine brauchst. Ich finde tatsächlich, zu Guido Burgstaller ist mir noch aufgefallen, dass ich da sehr viel kritisch zugehört habe und ich, so dieses ganze, ach, den kennt Andreas Bornemann aus Nürnberg und man holt nur Freunde und Leute, die man kennt, und ich muss da Andreas Bornemann ein großes Lob aussprechen, solche Leute zu holen, und das Verständnis irgendwie, die Kaderzusammenstellung finde ich sehr, sehr großartig, sehr, sehr gelungen in diesem Jahr, deshalb großes Kompliment an Andreas Bornemann. Das ist für mich ein Kader, der sehr, sehr gut funktioniert. Auch in der Breite und auch das, was da immer gesagt wird, der Kader ist so breit. Das ist für mich nicht so richtig, weil wir ja sehr viele junge Spieler einbinden. Und das, finde ich, läuft gerade sehr, sehr gut, ohne dass ich das jetzt irgendwie jinxen möchte. Aber ich bin damit sehr zufrieden, wie der Kader zusammengestellt ist, weil da eine große Idee hintersteckt, finde ich. Also weiß ich gar nicht, ob ich das so 100% unterschreiben würde, aber insbesondere mit den Nachverpflichtungen in der Winterpause, ja. Also ich glaube, am Anfang hat da doch noch das ein oder andere gefehlt, aber das haben sie jetzt korrigiert und ich denke, da sieht man jetzt ja auch, dass das deutlich besser läuft. Aber nochmal diese Tore auch, ne? Also Burgstaller, das erste Tor, ich habe das jetzt in dem Artikel so geschrieben, dass er da wirklich quasi wie die Harlem Globetrotters gefühlt 12 Heidenheimer aussteigen lässt, indem er den Ball mit der Schulter annimmt. Das ist ja so geil. Und dann später noch dieser Pass mit der Schulter auf Becker, wo irgendwie der Reporter, das war doch Hand. Und in dem Moment alle denken, oh, scheiße, Videobeweis wird zurückgenommen. Und dann siehst du das und dann sagst du, nö, geil, mit der Schulter ist erlaubt, alles gut, zählt. Und dann natürlich dieser Steckpass von Ditgen in der 87. auf Salazar, wo ich echt denke, oh, Zucker, wie geil er den da spielt. Und normalerweise würden wir den dann irgendwie vorbeischießen, aber Salazar macht den halt auch rein. Also das war schon ziemlich, ziemlich cool. Johnny. Heidenheim hat auch Hybridrasen.
Wusste ich vorher auch nicht, dass es das gibt, aber das funktioniert. So ein Pass wie von Ditgen hätte bei uns zum Beispiel nicht funktioniert am Müllerntor. Der wäre halt so im Morast stecken geblieben wahrscheinlich. Aber dadurch, dass Heidenheim so einen Hybridrasen hat, funktioniert das bei denen halt besser. Paul. Dumme Rückfrage, was zur Hölle ist ein Hybridrasen? Kannst du das kurz ausführen oder überfrage ich dich da jetzt auch? Wenn ich das richtig verstanden habe, und jetzt werden wahrscheinlich 27 Landschaftsgärtner in die Kommentare reinschreiben, dass das alles Scheiß und Quatsch ist, aber wenn ich das richtig gelesen habe, ist das halt so eine Mischung aus wirklich Kunstrasen und normalem Rasen. Also da sind halt diese Polygrashalme zwischen, kein Split, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und halt normales Gras wächst da auch noch. Okay. Mike nickt wissend. Ja, also im Football ist das noch üblicher und auch in den, glaube ich, nördlicheren Ländern, also sprich Skandinavien, das ist, glaube ich, auch noch häufiger in Gebrauch. Aber auch die richtig, richtig großen Stadien, wie jetzt, keine Ahnung, Allianz Arena in München und so, die haben das, glaube ich, auch. Insbesondere notgedrungen auch, weil durch die schlechtere Belüftung der großen Arenen, durch die geschlossenen Dächer und so weiter und so fort, dass der normale Rasen sich halt auch nicht mehr so richtig gut erholt. Jetzt muss ich natürlich sagen, wenn man unseren Rasen gestern gesehen hat, also das ist keine große Arena und die Ecken sind offen und der erholt sich auch nicht, sondern sieht aus wie Arsch, aber naja, gut, das ist dann halt so. Ich habe übrigens den Artikel zum Thema Hybridrasen gerade offen, damit, um zu gucken, ob ich nicht Quatsch erzählt habe. Erleuchtet uns. Naturrasensportbelag, der durch künstliche Fasern verstärkt wurde. Diese Systeme versuchen, die optimalen Spieleigenschaften eines Naturrasens mit der Robustheit und Belastbarkeit eines Kunststoffrasens zu vereinen. Hybridrasensysteme sind offiziell als Naturrasen anerkannt und werden mittlerweile von sämtlichen Fußballverbänden und Ligen für den nationalen und internationalen Spielbetrieb zugelassen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie das konkret ist. Also ob dann da jetzt so ein Fladen Erde ausgerollt wird und zwischendurch ist so ein Stück Teppich mit so einem Grasbüschel drauf. Das weiß ich immer noch nicht genau, aber irgend sowas muss es ja sein. Es kostet auf jeden Fall richtig viel Geld. Also wenn du das halt dir bei Stadion legen lässt, dann bist du direkt mal eine 500.000 los. Ja gut, deswegen spielt Bayern aber auch im Weltpokal und wir nicht. Und bald. Ja, Dortmund hat das auch. Also es scheint nicht ausschließlich für guten Fußball zu stehen, Dortmund hat das auch. Okay, gut. Also wir haben das allererste Mal in Heidenheim überhaupt irgendwas geholt und dann gleich 3 Punkte, umso schöner. Und dann kommen wir zum gestrigen Abend und dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Und wir hatten uns ja tatsächlich endlich mal wieder so eine Position erarbeitet, dass man sagen kann, im Vorfeld waren wir vielleicht sogar Favorit. Und wir hatten vor allem auch relativ zumindest die Möglichkeit, befreit aufzuspielen, weil wir nicht mehr irgendwie schon den Abstiegsrang quasi inne hatten oder direkt darauf zurückfallen konnten, sondern wir konnten einfach auch mal am Freitagabend vorlegen und uns mit dem Heimsieg richtig weit Platz verschaffen. Und das haben wir dann tatsächlich auch geschafft, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. So, das habt ihr, also Johnny hat es gesehen, Debbie hat es gesehen, Paul hat es gehört. Ja, die zweite Hälfte habe ich gehört. Ich habe quasi zum Tor eingeschaltet. Achso, Debbie musste arbeiten, Entschuldigung, ja. Zum Tor eingeschaltet, dann bist du schuld, das ist doch super. Ja, ich mache das jetzt immer so. Da, am besten immer erst in der 89. anmachen, ne? Weil entscheidende Tore nicht zu früh schießen und so, ist stimmt. Ganz wichtig. Ich merke mir das. Wobei meine Gegner auch durch permanentes Tore schießen natürlich zermürben kann, ne? Das ist natürlich auch eine durchaus gängige und beliebte Taktik. Ist auch auf St. Pauli durchaus häufig vorgekommen, Entschuldigung. Aktuell machen wir das ja auch ganz gut, so. Wobei es dann gestern so ein bisschen unnötig nach hinten raus nochmal spannend wurde, aber nun gut. So, auf die Frage freue ich mich jetzt schon den ganzen Tag. Guido Burgstaller hat in den letzten 5 Pflichtspielen für den FC St. Pauli getroffen. Es gibt nach meiner Recherche 3 Personen, denen das so oder ähnlich auch schon mal gelungen ist. Alle Hörerinnen und Hörer können jetzt auf millanton.de gehen und den entsprechenden Artikel lesen. Der wird aber erst, wenn wir das jetzt hier Samstagabend aufnehmen, am Sonntagmorgen um 8 Uhr veröffentlicht. Und ihr habt, glaube ich, keinen Blogzugang, deswegen könnt ihr nicht nachgucken. Tipps voran. Was meint ihr denn, wem das auch schon mal gelungen ist? Also spontan fällt mir als erstes Marius Ebbers ein, den ich da relativ sicher auf die Liste schreiben würde. Ja, der ist schon mal nicht dabei, sehr gut. Verdammt. Es gibt noch... Einen, wer hat denn noch so viel geschossen? Genau, einen, der so ungefähr in den Zeitraum von Marius Ebbers fällt. Oh. Ja.
Daniel Ginczek hat auch 18 Tore geschossen. Ja, Daniel Ginczek hat es geschafft. Not bad. Der sehr allerdings, gut, muss man sagen, nicht an 5 Spieltagen aufeinander, sondern an 7 Spieltagen, weil in dem 3. Spiel, wo er getroffen hat, hat er auch noch eine rote Karte gekriegt, weil er Christian Rahn von hinten umgewämst hat in der 87. Minute. Da stand es noch 2-1 für uns. Er hat glatt rot gekriegt, hat vorher also ein Tor geschossen. 87. Minute, rote Karte für ihn. 89. Minute, Ausgleich für Regensburg. Und dann macht Akagi Gogia im direkten Gegenzug für uns den Ball in die Mitte und Florian Bruns aus gefühlten 1,5 Metern das Ding rein zum umjubelten 3-2-Sieg in Unterzahl. Wie geil war das denn? So, also das war 2015 und da hat Daniel Ginczek, nachdem dann seine Rotsperre abgesessen war von 2 Spielen, hat er dann in den 3 Spielen vor der roten Karte oder vor der Sperre und in den 2 Spielen nach der Sperre tatsächlich getroffen. Und in dem ersten Spiel von diesen 5, das war gegen den FSV Frankfurt, da hat er alle 3 Tore beim 3-0 gemacht. Geiler Typ. Nicht schlecht. So, das war noch das Einfachste. Der ist demnächst, glaube ich, wieder verfügbar. Da müsste man mal vielleicht mal... Er hat doch auch, hat er nicht auch irgendwo gesagt, dass er sich das vorstellen könnte? Er hat ja den Mamouche quasi dann, der hat ihn ja gefragt, wie sieht das aus da in Hamburg, und dann hat er gesagt, das tu dir mal an, das ist zwar irgendwie so ein Kackverein, aber die sind alle ganz nett. Und in dem Zuge hat er auch gesagt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, da nochmal anzuheuern, wenn dann alles stimmt. Also ich glaube, wenn wir Guido Burgstaller hier mit 31 Jahren mit offenen Armen empfangen, dann würden wir das bei Daniel Ginczek auch tun, glaube ich. So, zweiterjenige, welcher ist aus dem Zeitraum der Bokalserie? So, dann weiß ich, Tipp. Dann habe ich Lutz. Würde ich auch Lutz einloggen. Das ist auch falsch, sehr gut. Okay, ich logge jetzt gar keinen mehr ein. Das ist ja Bokal. Ein Vorname und ein Doppelnachname. Ja. Vorname und ein Doppelnachname. Vorname mit M. Ist es Schelmer nicht Schelmer? Sehr gut. Oh je, der. So, ja. Und jetzt der wäre Mittelfeldspieler, Entschuldigung. Ja, das ist ja aber trotzdem erlaubt, Tore zu schießen. Und jetzt komme ich zu der Geschichte dieses Artikels, weil ich hatte gestern Abend tatsächlich über Twitter gefragt, wem das denn zuvor gelungen war. Und ich habe gesagt, wenn das einer weiß, Thomas Glö, der muss das wissen. Den habe ich auf Twitter gefragt und der hat gleich geantwortet, super Frage, keine Ahnung. Hat sich dann aber in die Recherche begeben und hat irgendwann dann nachts rausgehauen, ich habe gefunden, 1985, Sonny Wenzel. Der hat das gegen, keine Ahnung, Olympia, Wilhelmshaven, Lurup, Cordi und noch irgendwie 2 Vereine, hat der 5 Tore hintereinander in der Oberliga Nord gemacht. Habe ich gesagt, gut, geile Story, packe ich am Montag in die Lage, passt schon. Und dann hat Lukas, an der Stelle auch schönen Gruß, Holzfuß89 auf Twitter, geantwortet, ja, alles gut, aber ich habe noch gefunden, Daniel Ginczek, wie gesagt, mit der Sperre zwischendurch, und Michel Mazingo-Dinsey, der hat in 6 Spielen aufeinander folgend getroffen. Und dann habe ich gesagt, oh ja, das ist ja schon geil, da kannst du ja schon fast einen eigenen Artikel draus machen. Dann habe ich mir das angeguckt und was kommt raus? Es waren 8 Spiele, weil da kommen auch noch 2 Spiele aus der Bokalserie zu, die zwischen diesen Ligaspielen angeordnet waren. Und in denen hat er auch getroffen, zusätzlich zu den 6 Ligaspielen. Das heißt, Guido Burgstaller, du bist hier noch lange nicht am Ende. Um richtig zur Legende zu werden, musst du in den nächsten 3 Spielen treffen. Das ist also Darmstadt, Nürnberg und der HSV. Dann hast du mit Michel Mazingo-Dinsey ausgeglichen. Und dann kommt das 9. Spiel in Karlsruhe. Und da bist du dann der Champ, wenn du da auch noch triffst. Ich möchte das nicht, aber wir haben ja schon mal einen aus Schalke, von Schalke geholt. Und der hat er ja auch getroffen. Also, der ist ja auch, hat ja auch einen Torriecher gehabt. Und der hat ja auch an besonderen Orten gerne getroffen. Also, da kann man ja auch in eine Tradition durchaus einsteigen. Aber wir haben Heimspiel. Aber ja, gut. Es ist übrigens es geht hier um die Tradition. Er muss eine Tradition begründen, genau. Es ist übrigens innerhalb der Kommentarspalten, zum Beispiel bei Instagram, wenn du dann beim Kicker reinguckst, immer wenn Herr Burgstaller dann trifft, ist die hervorstechende Frage, ob dieser Guido Burgstaller nicht auch einer für Schalke 04 gewesen wäre. Das finde ich aber großartig. Du kannst die Uhr danach stellen, sobald halt das erste Bild kommt, direkt die erste Frage darunter, das wäre noch einer für Schalke. Wie haben die denn heute gespielt? Oh, 3-0 verloren. Na, die haben verloren. Ich habe heute seit diesem, also jetzt gehen wir wieder in die Welt des total Abstrakten, seitdem das mit dem Fußball wieder funktioniert und ich halt nicht mehr abwaschen muss,
mache ich mir tatsächlich wirklich Gedanken, was passiert, wenn wir zurückkommen. Und ich habe heute Stoff vorgeschnitten für 20 Doppelhalter und 8 auch schon fertig genäht und habe dabei Bundesliga-Konferenz gehört und weiß deswegen, dass Schalke verloren hat. Haben aber wohl die ersten 18 Minuten gut mitgespielt. Guido hätte da schon 3 Dinger geschossen. Locker, locker. Hätte auch noch zum Punkt gereicht, naja. Ja. Ja, der Guido. Also, der hat noch einiges vor hier, glaube ich. Und wir drücken ihm alle Daumen, dass das gelingt. Habt ihr gesehen, als er ausgewechselt wurde gegen Sandhausen? Erstmal, wie motzig der war. Der wollte halt eigentlich noch ein bisschen weiterspielen. Und dann hat er, die Kamera hat ihn so ein bisschen verfolgt auf dem Weg nach draußen. Der hat immer noch weiter gecoacht, in Anführungszeichen. Ne? Dann war irgendwie eine Ecke, da stand er daneben, hat er erzählt, was die anderen machen sollen und sowas. Er war nur am Reden und Machen und Tun. Ich glaube, der hat wirklich noch ein bisschen was vor. Stimmt, als er da hinter der Eckfahne, Ecke, Haupttribüne, Nordkurve lang ging, ne? Das habe ich, ja, stimmt. Ja. Ja, guter Typ. Also, dass der ausgefallen ist, hat uns halt, glaube ich, auch in der Hinrunde echt geschadet. Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber geredet, aber das ja, ist definitiv so. Mit der verrückten Verletzung. Ja, das hätte, glaube ich, auch schlimmer ausgehen können, aber ist es zum Glück nicht. So, jetzt haben wir Nürnberg, Darmstadt und dann das Derby. Es ist jetzt echt auch schon wieder so schnell, das Derby, ne? Oh ja, Mist. Dann muss Guido sich da wirklich anstrengen, dass die Leistung so bleibt zum Derby. Ja, wie wird das denn im Stadtteil? Hat das Jolly dann, weiß ich nicht, 3 große Leinwände vorm Laden stehen? Wahrscheinlich ja nicht. Also, das ist ja dann noch alles Lockdown höchstwahrscheinlich, ne? Also man kann es halt schlecht einschätzen, du? Aber es wäre jetzt so mein Empfinden, dass dann noch Lockdown ist, oder? Okay, ja, wenn er verlängert wird, nochmal, dann ja. Falls nicht, also im März ist eigentlich schon, kann man ja eigentlich schon von ausgehen, dass es dann zumindest ein bisschen gelockert wird. Allerdings sind wir als Kneipen ja auch immer eher am Ende dran. Aber falls es doch irgendwie so sein sollte, dann ist es natürlich auch wieder so, dass wieder nur für wenig Gäste geöffnet werden würde. Und dann ist es natürlich so, dass man sehr, sehr früh kommen müsste, um einen dieser 15 Plätze zu kriegen. Und noch ein paar dürften dann davor gucken. Ja, mit entweder dem kleinen Fernseher, der jetzt schon da ist, oder vielleicht würde man da auch was anderes aufbauen. Aber es ist natürlich alles nicht ganz so sicher dann, ne? Muss man halt gucken. Aber mehr als 15 Leute im Laden kann ich mir aktuell auf keinen Fall vorstellen. Haben wir jetzt vorher gar nicht drüber gesprochen, sprich abgesprochen, aber trotzdem mal die Frage, wie geht's dem Jolly denn? Also sprich, wie geht's Ballkult? Kann man da irgendwas machen? Kann man helfen? Ja, klar, also kann man auf jeden Fall. Mein letzter Stand war halt immer so, dass es ist natürlich alles schwierig, auf jeden Fall. Trotzdem es ist immer noch so, dass anderen Läden es schlechter geht, weil wir halt diesen Verein haben, der dahinter steht. Aber natürlich sind Spenden auch da gern gesehen, aber anderen Läden geht es auf jeden Fall noch schlechter, weil. Und die Spenden würde man dann an Ballkult wahrscheinlich richten? Ja, genau. Und das können wir entsprechend mal verstehen. Genau, das. Okay. Ah, ihr habt auf jeden Fall auch einen Jolly-Werbebanner auf unserer Homepage ab und zu. Von daher werdet ihr auch den dann vielleicht finden. Genau, es gab ja auch die Gutscheinaktion, dass man halt einen Gutschein kaufen kann und den könnt halt, ist ja so ähnlich wie ein Kredit, den kann man ja später dann abtrinken. An der Stelle müssen wir natürlich nochmal erzählen, dass der Millanton-Quiz-Sieger ist momentan und als Gewinner des Millanton, des St. Pauli-Quiz der Handballdamen haben wir Jolly-Gutscheine bekommen, auf die wir uns dann auch sehr freuen, sie im Jahre 2022 irgendwann mal abtrinken zu können. Ja. Mit wie wenig man so ein bisschen inzwischen nicht zufrieden ist, aber. Also ich würde mich freuen, mal wieder irgendwie mit 15 Leuten irgendwo rumzustehen. Ne? Unsere Bezugsgruppe ist jetzt so, also der direkte Dunstkreis irgendwas zwischen 8 und 10 Leuten. Und wenn ich überlege, wann ich die mal alle zuletzt mal gesehen habe. Also ich freue mich so ein bisschen auf Februar, März, wenn dann vielleicht ich erstmal die ersten 10 wiedersehen kann und dann gucken wir mal weiter. Ich sehe das jetzt ehrlicherweise noch gar nicht. Ne? Also dass wir uns zum Derby irgendwie mit mehr als jetzt treffen, da bin ich vielleicht auch ein bisschen pessimistisch, aber ich sehe es halt einfach nicht.
Nee, glaube ich nicht, glaube ich halt auch nicht, leider. Und wenn, also ich scroll mal runter. Wir haben am 16. Mai das letzte Heimspiel gegen Hannover. Vielleicht gibt es da dann ja mal wieder so 3.000, 4.000 Zuschauer im Stadion. Das wäre ja vielleicht schon mal was zumindest. Ja, weil irgendwie muss es ja auch weitergehen. Ja, soweit. Da haben wir jetzt Details noch gar nicht groß besprochen. Also Guido Burgstaller finden wir alle super. Habt ihr jetzt, glaube ich, rausgehört. Wie hat sich denn die Torwartentscheidung im Nachhinein erwiesen? Wer möchte sich denn damals so äußern, dass wir nicht mehr Robin Himmelmann, auch nicht mehr Sven Brodersen, sondern jetzt eben Dejan Stojanovic im Tor haben? Keiner. Nicht alle auf einmal, bitte. Also, ich weiß nicht, ich bin kein Torwart, ich habe da nie Erfahrung gesammelt, deshalb ist das eine sehr leinhafte Einschätzung. Ich finde den, glaube ich, spielerisch sind Robin Himmelmann und er gar nicht so weit auseinander. Ich habe aber das Gefühl, dass es da gar nicht so sehr um spielerische Entscheidungen geht, sondern einfach darum, auch vielleicht ein Stück weit im Kader klarzumachen, dass wir schon auch noch ein Profifußballverein sind, wo es darum geht, auch um gewisse, also um Stellungen oder beziehungsweise um Positionen zu kämpfen. Und ich kann mir vorstellen, dass es eventuell einen Wohlfühlfaktor gegeben hat bei uns im Verein, ohne da jetzt irgendwie Insider-Informationen zu haben. Aber dass dieses, wir setzen eben nicht mehr auf Robin Himmelmann, einfach dazu geführt hat, dass viele andere auch nochmal überlegt haben, eventuell an ihren Arbeitseinstellungen zu arbeiten. Weiß ich nicht. Widersprecht mir gerne. Hast du jetzt, dadurch, dass du gesagt hast, sie sind sich spielerisch sehr ähnlich, sehr höflich formuliert, dass er in der Strafraumbeherrschung auch nicht so richtig gut ist? Ja, schon. Ja, okay. Also ohne, dass ich es besser machen kann. Ne? Das möchte ich nochmal rausstellen. Aber dass ich sag mal so, das Rauslaufen gegen Bochum war, glaube ich, da habe ich in den Kommentarspalten schon viel gelesen, dass Robin den auch gehalten hätte. Das ist ja klar, dass wir es jetzt sagen. Also mir tut er halt echt ziemlich leid, weil der kann ja eigentlich jetzt nur verlieren nach dem ganzen Drama. Weil ein Riesendruck. Und jetzt bei, also klar können auch größere Fehler dabei sein, aber bei jedem kleinsten Fehler werden jetzt einige sagen, ja Mensch, das ist jetzt auch nicht viel anders als bei Robin Himmelmann. Oder noch schlechter. Ich weiß nicht, ob man es jetzt merkt, wenn man drauf achtet, aber ich finde, er redet halt mehr und ja, klarer mit den Leuten. Ja. So, das ist der große, vielleicht habe ich es vorher einfach nicht drauf geachtet oder das Mikrofon war halt nicht so hingestellt oder sowas, aber ich finde, er redet mehr, er dirigiert mehr, er korrigiert vielleicht auch mehr und schon am ersten Spiel, also wenn ich halt neu in eine Mannschaft komme, dann bin ich erstmal, nee, lass ich lieber ruhig angehen, aber er ist halt direkt Leute anmaulen, Leute auf Fehler hinweisen und auch deutlich in seiner Ansprache, das finde ich halt schon ganz gut und ansonsten, wie Paul sagt, spielerisch ist das halt ein Niveau. Ich meine, was erwartet man von einem Zweitliga-Torwart, der gerade zur Verfügung steht? Ne? Das ist jetzt nicht, ohne das despektierlich zu meinen, der ist halt nicht der Heilsbringer. So. Das ist schon so, dass das in meinen Augen auch eher geholt wurde, um so ein bisschen aufzuwecken, aufzurütteln. Und wie gesagt, in zwei, drei Dingen finde ich ihn einfach besser. Ich habe da keinen Stress mit. Und am Ende des Tages ist das klingt jetzt so ganz hart, aber mein Herz hängt halt am Verein und nicht an einem einzelnen Fußballer. Es ist schade, und ich gönne Robin jeglichen Erfolg mit Eupen, auf dass er da Stammtorhüter wird. Ich finde es allein schon sympathisch, dass die Pandas heißen. Aber ansonsten ist das halt ein Job. So. Also es gibt auch andere Fußballspieler, die ich gut fand, die den Verein verlassen haben, weil sie sich sportlich verbessern wollten oder sowas. Und ist ärgerlich. Unser Verein kann das vielleicht nicht so richtig, Leute irgendwie vernünftig zu verabschieden, unabhängig von der aktuellen Situation. Aber ich, dem Stojanovic mache ich jetzt irgendwie keine Vorwürfe oder ähnliches. Ja, ich glaube, es ist deswegen eine undankbare Situation, weil Robin, also den Wechsel von Himmelmann weg, viele natürlich nicht verstanden haben, weil das, was sportlich bei uns halt in die Hose ging, lag nicht an Himmelmann. Also an seinen torhüterischen Leistungen. Es lag vielleicht, das, was Paul so ein bisschen angedeutet hat, an oder auch Johnny ja gesagt hat, mit dieser Kommunikation auf dem Platz, vielleicht hätte er da an einigen Stellen mehr machen können, aber das ist halt auch nichts, was du von außen so groß siehst und wo man sagt, das war jetzt ein Torwartfehler. So, sondern es waren halt vielleicht so ganz kleine Mini-Details, wo es nicht so funktioniert hat.
Und das, was Stojanovic jetzt natürlich angelastet wird, ist, dass er auch auf der Linie klebt bei Flanken, obwohl er halt den Körper dafür hat und die Länge dafür hat, das bei Flanken ganz anders zu machen. Und natürlich, klar, bei dem Tor gegen Bochum, wo er da rauskommt und getunnelt wird von Zoller, da sieht er halt auch scheiße aus. Das ist dann vielleicht tatsächlich ein Torwartfehler. Ja gut, der passiert halt mal und der passiert vielleicht auch noch mal eher, wenn du ein halbes Jahr nicht gespielt hast. Aber es ist für ihn auf jeden Fall eine undankbare Situation. Und die ganz großen Unhaltbaren hat er halt bisher noch nicht rausgeholt. Also das eine Ding in Hannover beim Stand von 2-2 aus kürzester Distanz, den hält er halt sehr gut. So ein Ding hat Himmelmann aber auch immer gehabt, immer mal wieder. Und deswegen ist es, glaube ich, momentan eine Situation, wo er nicht so richtig punkten kann und wo er noch nicht so richtig glänzen kann. Und das trotzdem, wie er ja auch schon gesagt hat, glaube ich, dass das so in dem Gesamtgefüge mehr Auswirkungen hat, als es jetzt die reine torhüterische Leistung auf dem Platz ist. Ohne Robin Himmelmann irgendwas Schlechtes zu wollen. Im Gegenteil, ich fand den hier immer super. Ich habe ihn wirklich sehr, sehr, sehr gerne hier gehabt. Aber vielleicht war das jetzt tatsächlich die Situation, wo man aus verschiedensten Gründen für das Teamgefüge was ändern musste. Und dann ist er vielleicht auch eine Art Bauernopfer, weiß ich nicht. Wenn die Sendung hier rauskommt, am Sonntagabend 20.45 Uhr KAA Gent gegen KAS Eupen. Wir sind sehr gespannt, ob er da spielt. Ich habe keine Ahnung. Aktuell ist er, glaube ich, als zweiter Torhüter eingeteilt. Ja, die haben irgendwann im Verlauf der Hinrunde haben die den Torhüter gewechselt. Also die eine Hinrunde, die Hälfte der Hinrunde hat der eine, die andere Hälfte der andere gespielt, also zwei belgische Torhüter, aber sagt mir beide vom Namen her auch gar nichts, kann ich dementsprechend auch null einschätzen. Und Eupen liegt in einer 18er Liga momentan auf Platz 14. Schauen wir mal. Ich wusste nicht, dass es in Belgien eine deutschsprachige Minderheit gibt. Also ich habe das mal in irgendeiner Netflix-Serie gesehen und habe gedacht, das ist halt. Ja, so ein Dude hat eine Brauerei aufgemacht und war in Belgien zum Bierbrauen lernen und hat bei der deutschsprachigen Minderheit dort das Bierbrauen erlernt. Und ich dachte, das ist so abstrus, das haben sich die Amerikaner ausgedacht für diese Serie. Und Eupen ist aber tatsächlich am Randgebiet dieser deutschsprachigen belgischen Landschaft. Hätte ich auch nicht gewusst. Du bist nicht so der Groundhopper, ne? Nee. Okay. Wie drücke ich das höflich aus? Mein Interesse am Fußball beschränkt sich zu großen Teilen auf den Verein, den ich so direkten Zugriff habe. Und mein Wunsch, andere Stadien zu sehen, ist meistens mit dem Biertrinken verbunden. Und dann könnte man die belgische Liga aber schon mal voll machen, Johnny. Da sammle ich wenig Punkte. Wo ich auch nochmal, also klar, das sagst du jetzt so und ich war selbst noch nicht da, aber auch hier möchte ich nochmal auf meinen Zipper verweisen. Falls ihr mal googeln möchtet, das Stadion von Venedig, es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. Weil das in so einem Hafengebiet liegt und die Auswärtsfans mit dem Boot anreisen müssen. Das ist schon geil. Anreisen müssen? Wie geil ist das denn? Das ist der Hammer. Stadion Venedig. Stadio Pier Luigi Penson? Ist das das? Ich glaub schon, ja. Ich kann mir das nicht merken, aber... Stadion in besonderer Lage. Das Stadion liegt nicht auf dem Festland, sondern auf einer der Inseln. Ah, ja. Das ist schon geil. Der Wahnsinn. Da war ich auch noch nicht in Italien. Hybridrasen weiß ich nicht. Ich glaube, also ich habe mal die Sitze gesehen. Ich glaube, nein. Ich glaube, die sind ganz zufrieden, dass die Hauptrolle nicht einbricht. Nicht wegschwimmt. Ja. Okay, also auf jeden Fall eine Tribüne überdacht, die anderen drei eher nicht, so wie das hier aussieht. Ja, genau. Es geht mir aber eher um die Lage, weil ja. Die Lage schon der Wahnsinn ist. Also ich habe hier aus der einen Kurve den Blick, da ist hinter der Kurve, hinter der anderen gleich das Meer und hinter der Tribüne rechts sowieso. Vereinsfarben grün-orange. Ja. Sieht man ja auf dem Zipper vom Paul. Ja, stimmt. Genau. Was ist das denn für eine Person? Das ist nicht Maradona. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, es ist der Vorsänger gewesen. Ich bin mir aber, da möchte ich auch den Freunden aus Italien nicht auf die Füße treten, das habe ich vorher nicht erfragt. Da bist aber du schlecht vorbereitet, muss ich jetzt mal sagen. Entschuldigung, das tut mir leid. Aber und wie kommt diese Freundschaft zustande mit deinem Fanclub und Venezia Mestre? Freunde von uns waren da und haben, weil die ja eine sehr große Szene gegen Kreuzfahrtschiffe am Start haben, weil ja viele Kreuzfahrtschiffe direkt in die Stadt fahren. Ja. Und die Jungs, die wir da getroffen haben, haben da halt gegen, oder die
Freunde von uns da getroffen haben, haben da halt gegen demonstriert und so sind die in Kontakt gekommen und sind ins Gespräch gekommen und dann haben die über Fußball geredet und so sind wir dann ins Spiel gekommen. Genau, und die waren jetzt, haben uns tatsächlich zum ersten Derby auch, also über das wir jetzt nicht reden wollen sollten, zum ersten Heimderby haben die uns besucht und dann waren sie letztes Jahr nochmal irgendwann da und unser Besuch ist leider ins Wasser gefallen, aus bekannten Gründen, aber ich werde sie irgendwann nochmal überfallen. Also wenn ihr dahin fahrt, das ist ganz schlimm, weil da brauchst du kein Geld mitnehmen, was schlimm ist, weil man will immer bezahlen. Aber das war bei uns zum Beispiel, als wir in Bergamo waren, so, dass die wirklich alles für uns bezahlt haben und uns immer eingeladen haben. Und es war ganz furchtbar, weil wir wollten auch mal was zahlen. Und dann kamen die ja natürlich auch mal nach St. Pauli und haben uns besucht. Und dann war das wirklich schwer, das wieder so zurückzugeben. Ja, das glaube ich. Ja, so gastfreundlich, also es ist Wahnsinn. Ja, das sind die auch alle. Also das Wochenende war der Wahnsinn, als sie uns besucht haben. Es war großartig. Und ich vermisse die auch sehr, obwohl ich sie alle nur einmal getroffen habe. Und trotzdem ist das eine sehr enge Freundschaft. Also fühlt sich sehr, sehr eng an. Und wahnsinnig nette Leute. Da freue ich mich drauf, irgendwann nach Italien zu fahren. Ich überlege jetzt gerade, was man mit St. Pauli-Fans gegen Kreuzfahrtschiffe alles für Aufkleber machen könnte. Einige. Da geht einiges. Und da kommt direkt wieder der Mercher Mike durch. Das ist Wahnsinn. Ja, aber ganz ehrlich, Mettbrötchen oder wie auch immer gegen Kreuzfahrtschiffe, das wäre doch noch viel geiler. Mettbrötchen werfen auf Kreuzfahrtschiffe. Ich setze unser Grafikdepartement mal ran. Ja, bitte. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Sehr schön. Ja, also wir, denke ich, gucken alle jetzt deutlich optimistischer in die Zukunft, als wir das noch in der letzten Sendung und insbesondere in der Hinrunde getan haben. Freuen uns auf die nächsten Spiele und ich gehe mal davon aus, dass wir uns dann trotzdem zumindest in der Monatssendung erst wieder hören, wenn das Derby schon gewonnen wurde. Alles Weitere zwischendurch lest ihr im Blog und hört ihr in den Vor- und Nach-dem-Spielgesprächen. Ja, hat jemand von euch noch berühmte letzte Worte den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg zu geben? Wir müssen eigentlich noch 6 Minuten quatschen, damit wir auf unsere 90 Minuten kommen. Kannst du nachher irgendwo ein bisschen Schweigen und Rauschen reinschneiden, damit das so ein bisschen sich streckt? Ja, also Stammhörerinnen und Hörern hören das ja auf halber Geschwindigkeit, dann kommt das hin. Wenn wir wieder voll sind. Ja, alles klar, gut. Gut, Paul, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, für deine Zeit, in die ja ohnehin schon recht knapp bemessen ist, wie wir alle gehört haben. Danke, dass ich da sein durfte. Und mich sehr gefreut. Wir verlinken auf jeden Fall nochmal die E-Mail-Adresse dann auch, um dich dann kontaktieren zu können. Und sobald es die Termine für A, den Dialog barrierefrei gibt und B, natürlich auch für die angesprochene Veranstaltung über diskriminierende oder diskriminierungsfreie Sprache, werden wir das natürlich auch entsprechend verlinken. Das würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall. Ich komme da auf euch zu. Machen wir. Super. Dann euch allen vielen Dank, allen Hörerinnen und Hörern. Schönes Wochenende, ich jetzt fast gesagt, aber auf jeden Fall schöne nächste Wochen und dann hören wir uns hoffentlich nach dem Derby-Sieg. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Ciao.